Ja, liebe Freunde, in den nächsten Tagen kommen bei euch zu Hause die Briefwahlunterlagen per Post an. Eigentlich ist der erst am 24. September Bundestagswahl, aber dank der Briefwahl könnt ihr schon jetzt wählen. Wenn ihr also nicht riskieren wollt, bei Regen ins Wahllokal zu laufen oder wenn ihr den Sonntag lieber mit der Familie verbringen wollt, dann solltet ihr die Briefwahl machen. Wenn die Briefwahlunterlagen da sind, müsst ihr nun das Kreuz machen und den Brief einfach abschicken. Wie genau die Briefwahl beantragt wird und was Erststimme und Zweitstimme so genau sind, das erkläre ich euch in dem Link, der oben im Text steht. Und falls ihr noch nicht wisst, wen ihr wählen wollt, könnt ihr mal auf meiner Facebook-Seite vorbeischauen. Bis dann, euer Sebastian.